Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3 und herzlich willkommen in Uber, das Atlantis der Wüste. Ah, und das werden wir jetzt mal erkunden und hoffentlich herausfinden, was Marlow hier will. So, kurzer Waffencheck. 12 dafür, 44 dafür. Keine Ahnung, aber ein Schatz liegt hier auf jeden Fall noch. Was? Naschkumann aus Bronze. So, ich versuche da nicht runterzuspringen. Ist besser für meine Gesundheit. Sally, geh mal weg. So. Wenn es auf der linken Seite nicht weitergeht, dann müssen wir wohl mal rechts lang. Unglaublich. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Eine unterirdische Quelle speist das alles. Sauber. Verrückt, dass die immer noch sprudelt. Na lieber froh und trink. Was hast du gesehen, Sally? Deinem Gesichtsausdruck nach nichts Gutes. Das ist ja der Wahnsinn. Was? Nein! Was war das? Ihr Schweine! Bitte. Sally. Drecksäcke. Nein, Sally ist tot. Dafür wird Marlow büßen. Bei meinem guten Namen Drake. Okay, oh. Natürlich. Gleich wäre eine runde Ballerei hier. Was zum Henker? So schnell kann man sich gar nicht umdrehen, wie hier irgendwie was kommt. So, und von wo hat mich jetzt gerade einer abgeschossen? Was? Feuerkopf? Was zum... Warum haben die Feuerköpfe? Was ist hier los? Irgendwie? Auf jeden Fall sind sie ziemlich stark. Was? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier ganz und gar nicht okay. Nicht koscher. Alter, ihr könnt mich mal. Hört auf, eure Feuerköpfe zu verwandeln. Und ich weiß nicht, da kommt was hoch. Noch mehr Feuerköpfe. Wir bewegen die auch alle. Alter! Okay, da kommen wieder welche. Ich versuche hier nochmal kurz wegzukommen. Na toll. Okay, der ist weg. Dann noch eine andere Feuerköppe. Alter. Okay, weg. Von hinten, von vorne, von überall. Leck mich fett. Au! Scheißendreck. Oh, ich glaube, der hat mich runtergesprengt. Alter Leute, ich weiß nicht, was das ist, was die hier machen, aber es ist vollkommen unlustig. Alter, wie fährt die aus?
Alter, nee. Überhaupt keine Chance hier. Die rocken mich so. Und die können auch einfach überall auftauchen. Okay, du erstmal wieder. Komm, mach mal keine Scheiße, sondern stirb doch mal. Du Arsch. Irgendwie. Ich bin hier gerade leicht überfordert. Oh, nachladen, na toll. Okay, du scheinst weg zu sein. Hey, einer. Man soll sich ja über die kleinen Dinge im Leben freuen, aber irgendwie kann ich mich da gerade nicht drüber freuen. So, stehen bleiben und nichts tun kann ich jedenfalls auch nicht. Ich fürchte, das wird auf Dauer nicht gut gehen. Na, so schlecht war der gar nicht. Okay, jetzt kommen sie hoch. Also irgendwie. Da unten ist ein Feuerkopf. Da hat es gerade aufgefeuert. Da ist einer. Na komm. So, hat. Ist er weg? Nee. Jetzt stirbt doch endlich! So, jetzt ist er aber, glaube ich, weg, hoffe ich. Na, ist gleich wieder aufgetaucht. So, kannst du mich mal? Du bist auch weg. Ich habe fast keine Munition mehr. Aber noch lebe ich, das ist ja auch mal was. Molotowski oder was hast du da geworfen? Ganz kurz warten. Whatever, wherever. Wo bist du hin? Hau doch nicht ab. Komm wenigstens her und stell dich, damit ich dich töten kann. Du Arschi, Arsch, Arsch. Da ist er. 21 Schuss nur noch, so jetzt ist er oben. Wie oft in your face willst du den noch bekommen? Meine Güte. Na komm. Hat der halt immer wieder die gleiche Route. So. Nachladen. Ich hoffe, er ist auch wirklich tot. RPG. M9. M9 ist gut. M9 aufnehmen. So, es ist auf jeden Fall ruhig geworden. Das gefällt mir schon mal. Oh, sogar noch einen Schatz gefunden hier. Arkadischer Statuenkopf. Sehr gut. Nehmen wir mit und ich bin schon wieder ganz heiser hier von diesem ja, extrem anstrengenden Kampf. So, jetzt muss ich sehen, dass ich nicht in irgendwelche Lücken hier reinfalle, wenn ich die schon mal alle besiegt habe. Wo seid ihr denn da? Okay, 150 Schuss. So, jetzt gehen wir hier in die Mitte rein und runter, ne? Kommen wir hier auch runter? Scheint so. Aber was sind das für Feuerköpfe? Red Skulls, Blood Skulls, Fire Skulls. Keine Ahnung. Ich würde es gerne wissen. Oh nein. Damit, komm sofort zurück, du Mistkerl! Genau, komm sofort zurück. Ich werde dich jagen. Ich habe dich schon einmal gejagt. Ich hoffe auch bekommen. Hörst du, ja. Komm her, Drecksack. Komm sofort zurück. Ja, ich hole dich sowieso ein. Du hast keine Chance. Oh Gott. Nicht gut. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Mal wieder Hallos. Aber Halluzinationen. Wo haben wir die hier? Oh, Oh nein. Oh nein. Aber wo können wir die her haben? Wir haben noch gar keine Spritze bekommen, gar keinen Pfeil abbekommen. Und diese normalen. Ist das eklig. Und diese normalen Schüsse, das sterben wir doch nur, aber bekommen doch keine Hallus. Das können die doch nicht ganz zum Schluss eingeführt haben. Oh. Scheißendreck. Jetzt bin ich wieder der kleine Nate.
und weiter. Eklig. Nein. Doch. Wo müssen wir lang? Hier. Weiter, 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 weiter. Ich will nicht, dass die Spinnen mich kriegen. Na, die Szene kennen wir ja schon. Was? Nein. Nein, nein, nein. Was geht hier ab? Boom. Sully erschossen. Im Traum. Oh nein, was ist das? Oh, wieder Halluzination. Na toll. Alles bewegt sich. Ich muss raus. Ich muss hier weg. Nein, nein, nein. Nein, kann nicht. Was geht hier vor? Das würde ich auch gerne wissen. Kommt da gerade eine Kreatur rechts raus? Ich könnte zur Not schießen, ja, das geht noch. Erstmal will ich eigentlich wissen, wo bin ich hier, was mache ich hier und wieso habe ich wieder Hallus? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und sie werden immer schlimmer. Wo geht's lang? Kein Ausweg. Kein Ausweg. Oh nein. Da nicht, da kommt irgendwas. Irgendwer. Ach du Scheiße. Ich bring sie um. Na toll, hier wackelt alles, hier rutscht alles und er will sie umbringen. Weg, du bist schon so einer. Hey, eine Granate haben wir. Und die können wir noch. Ich weiß nicht, wie der geballert bis zum geht nicht mehr. Okay, auch mit Hallus ist man anscheinend nicht unverwundbar. Vielleicht ist mal da hinten eine Granate. Guck mal, steht direkt vor mir. Hallo? Das war unlustig. Das war echt unlustig. Granate! Was? Achso, falsche Waffe. Hä? Habe ich echt die falsche Waffe genommen? Ich dachte, ich habe das Tabuk-Sniper oder wie das heißt. So, gleich eine Granate. Ach, das kann ich ja nicht benutzen, ne? Das ist ja. Ja, oder sie mich, je nachdem, wie man das so sieht. Oh, der Hammer. Ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt schon noch so. Drake, du bist auch totaler Nepp-Depp, ne? Okay, ich hole mir mal den Hammer. Ich weiß, was da. Okay. Ich kann das auch. So, das haltet ihr also anscheinend nicht aus. MC Hammer! Nein! Scheißen Dreck! Ihr habt ihn getötet! Die halten auch den Hammer aus. Alter, wie viel haltet ihr denn aus? Okay, und du noch. So. Noch wer ohne Fahrschein? Ja, direkt vor mir. Okay. Und die Tür geht auf. Ich hole mir erstmal ein bisschen Nachschub. Man weiß ja nie, wofür das gut ist. Echt? Unlustig. Unlustig. Ja,
Ja, toll. Ey, du ballerst da drauf und ballerst da drauf und nichts klappt. Haben wir vielleicht noch einen Hammer? Paar Schuss für die Hammer oder so? Ah, jetzt auf jeden Fall ein Hammer, den nehmen wir wieder mit. Ganz sicher nehmen wir den mit. Hat uns gute Dienste geleistet eben gerade. Nochmal. Mir egal. So. Die Tür ist auch auf. Genau, RPG nehmen wir mit. Habe ich noch Schüsse für den Hammer? Ja, zwei. Und zwei fürs RPG. Okay, nimmt sich alles nicht viel. Wenn ich hier nicht noch für das eine oder für das andere irgendwie Munition bekomme, dann bleibe ich beim Hammer. Finde ich besser. Es geht schon wieder los. Geht schon wieder los. Ja, du stehst wieder auf, das weiß ich ja schon. Oh, Alter, von der anderen Seite. Okay. Das kann nicht sein. Ich drehe ja. Nachladen, komm her. Boah, von vorne, von hinten wird es auch überall nur beballert. Laufen kannst du nicht, dann treffen sie dich auch. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Oh, lad doch nach, Mensch, Drake. Ich drücke hier auf L2, auf Schießen, auf Schießen, auf Schießen. Das geht gar nicht. Okay. Das kann nicht sein. Wie ein Safe-Spot ist hier aber auch absolut nicht vorhanden, ne? Nachladen. Nachladen, Drake. Okay. Jetzt erstmal weg, jetzt kommt hier wieder Sonne. Gut. Einer. Vielleicht haben wir gerade einen. Einer. Okay, nachladen und in Deckung gehen. Noch sind wir gut im Geschäft, Leute. Noch sind wir gut im Geschäft. Ja, die Tür ist offen, oder? Die Tür ist, glaube ich, offen. Oh, Leute. Wir haben es, glaube ich. Achter Versuch oder sowas. Ich will jetzt nämlich die RPG an mich. Ich glaube, achter Versuch war es. Siebter. Keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Eieiei. Die übertreiben es hier gerade maßlos. Okay, den Hammer, den nehmen wir. Da hinten Sully. Ist Sully. Sully! Hey, Sully! Nicht abhauen, Sully. Sully. Nicht abhauen. Ich komme doch schon. Verdammter Mist. Wo haben wir diese unglaublichen Hallus denn her? Wahrscheinlich verschlimmere ich jetzt alles nur noch. Und Brücken. Oh, noch mehr Wasser. Eine spiegelnde Oberfläche. Wer geht denn da lang? Und was müssen wir jetzt machen? Einfach ins Wasser springen? Geht ja natürlich nicht, beziehungsweise geht schon, aber bringt nichts. Drehen. Okay, dreh weiter. Dass das so leicht geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was passiert? Ah, meine Halluzinationen zeigen mir, was ich machen muss. Interessant, interessant. Endlich mal nützliche Hallus. Okay, der Hallo Drake hilft jetzt auch mit. Was ist das? Der Tod. Was ist das? Heben, wir müssen es heben, irgendwie. Komm. Oh Gott, was ist das?
Nein! Wohin werde ich geschleudert? Ins Nichts. Eieiei. Hau den Hammer. Oh mein Gott. Vom Rücken, das ist gut. Oh je, oh je. Was machen wir? Ein Schatz finden. Genau, das machen wir. Gudea-Statue. So, und jetzt sieht sie auch wieder alles recht normal aus. Habe ich die Hallus vielleicht hinter mir gelassen? Noch ein Schluck Wasser zur Abkühlung. Okay, jetzt habe ich natürlich wieder eine ungünstige Kombination. Zwar recht stark in der Durchschlagskraft, aber zumindest eine schnell feuernde Waffe wäre ganz geil gewesen. Ja, habe ich mir mal wieder selbst rumgebracht, ne? Da sind sie und da muss ich wahrscheinlich auch hin. Ich glaube, die wissen, dass ich komme. Das ist das Problem. Kapitel 22. Der Tagträumer. Okay, das sieht so aus, als ob man einige Leute mit einer Fernkampfwaffe töten könnte. Was? Na, wenn das kein Headshot war, dann weiß ich auch nicht. Das ist lächerlich, der Roller. Der rennt so lange. Nein, Drake! Was machst du denn da? Was war das denn für eine Aktion, Drake? Kannst du mir das mal sagen? Nee, ich glaube, das kannst du nämlich nicht. Du weißt, wie scheiße die Aktion war. Oh, hallo. Oh, ist das lächerlich. Lass mich doch wenigstens mal hier hinter. Ja, toll, bevor ihr jetzt wieder alle da seid. Oh, ihr könnt mich mal. Wie ätzend. Ja, natürlich werde ich jetzt weggeurzt. Was denn auch sonst? Genau, so, jetzt warte ich auf den zweiten. Wird wahrscheinlich gleich hier runtergelaufen kommen. Ein Geschenk! Oh, weg, weg! Oh. Blindschütze haben wir bekommen. Zum Glück nicht Blindschleiche. War nicht so schlecht geworfen. Werf ich mal zurück, ne? So. Und auch weg. Lass mich verarschen. Voll getroffen habe ich dich. Hammer! Einfach durchgehämmert. Okay, nachladen. Das dauert ein bisschen. Wie wir gemerkt haben. Oh. Scheiße. Von wo denn? Ich bin dämlich. Okay. Boom. In your face. Da kann keiner widerstehen, würde ich sagen. Ne, die S nicht. Ja, die G-Mal vielleicht schon, aber noch nicht jetzt. Erstmal würde ich gerne hier rüber. Oh, hallo. Was machen Sie denn hier? Oh! Lächerlich! Jetzt kommen wir von überall! Ich komme wieder von überall. Natürlich. Um nochmal auf lächerlich zurückzukommen, ne? Okay, wesen sich jetzt die SAS hier neben mir. Bing. Okay, klappt auch so relativ gut. Komm, du kriegst auch noch einen. Okay, na, die G-Mal können wir bestimmt noch gebrauchen, aber nicht jetzt. Oh. Ach ja, genau. Oh nein, ich lauf direkt rein. Ich lauf direkt rein. Wie dämlich kann man denn nur sein?
So. So, da kommt gleich einer runter. Diesmal nehme ich den Hammer für den. Zurückwerfen. Aber das war klug, dass du dich bewegt hast. Nicht klug genug. So, komm her. Diesmal warte ich auf dich. Na komm. So. 30 Eliminierung. Tau-Präzisionspistole. So, nachladen. So, und jetzt hoffe ich, dass ich nicht schon wieder so dämlich hier irgendwo reingehe. Ich weiß zwar nicht, wo der plötzlich herkommt. So, die Mikro. Okay. Und wieder einer weniger. Alter, jetzt habe ich hier aber. Jetzt gucke ich aber extrem nach hier hinten. So, ganz kurz nachladen. Einen Schuss haben wir ja noch. So, und diesmal sieht es doch. Einfach alles wegspringen, was wir gerade noch. Was wir haben. Und was wir sprengen können. So, jetzt wäre doch vielleicht die SAS gar nicht so schlimm. Wenn hier gleich schon wieder so ein Wahnsinniger auf mich zugestürmt kommt. Hinter mir? Nee, ist nichts. Ja, so sieht das gut aus. Und weg. M9, ja, wechseln wir auf jeden Fall. Ja, die Tau nehmen wir wieder. Okay. Hat der Hammer mir nochmal extrem geile Dienste erwiesen, ja, sieht so aus. Ich gehe nochmal zurück. Was mache ich denn hier oben? Keine Ahnung. Ah, T-Bolt. Sehr schön. Das nehmen wir doch sehr gerne an, dieses Geschenk. Wo seid ihr? Was habe ich denn? Jetzt habe ich wieder zwei Sniper in der Hand, ne? Da wechsle ich mal auf die Para. Denn wie gesagt, zwei Sniper ist nicht so wirklich toll, wie ich finde. So, wo wart ihr denn? Hä? Also getötet habe ich euch aber nicht. Das wüsste ich, wenn ich das gemacht hätte. So, kann man hier irgendwas drehen? Nö. Gut, dann weiter. So, sind wir da? Sind wir da? Scheint so. Alles klar? Ja, Mann, bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Au! Ist dir das echt genug? Richtig, Sully ist nicht tot! Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser, das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zorn Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art halluzinogenem Erreger. Sie wurden alle verrückt. Das also wollen Marlow und Herbert. Mann, ja. Cutter sagte doch, sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lange. Aber, Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist.
Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Hiram verflucht wurde, als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt goss. Na, ein Flaschengeist. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wollten Macht. Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an, sagte, er hätte nichts gefunden und verwischte dann die Spuren seiner Reise. Schrieb die Geschichte neu. Wer widerspricht schon Sir Francis? Niemand, ne? Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Ein für alle Mal. So soll es sein. Ja, Leute. Jetzt wissen wir, woher der Erreger kommt. Beziehungsweise woher das Halluzinogen kommt. Aus dem Wasser. Das haben wir natürlich getrunken, weil wir Durst hatten. Ja, scheiß den Dreck was, ne? Aber gut, Leute. Ja, ich komme gleich. Und kleines Päuschen. Und dann machen wir mal weiter, mal gucken. Vielleicht schon mal zum Finale, man weiß es ja nicht, ne? Also Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Euer CJ.